Hallo und willkommen zurück auf Monte Cruz. Lange ist es her, dass ich euch begrüßt habe und ich habe jetzt das Video schon echt oft angefangen, weil es für mich so ungewohnt ist, in die Kamera zu sprechen. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Worte finde und auch keine Informationen vergesse. Es ist einfach so, dass ich euch mal wieder auf den neuesten Stand der Dinge bringen möchte, was uns hier so begleitet, wie der Sommer für uns war, was sich auch arbeitstechnisch verändert hat. Und mir ist auch aufgefallen in den alten Videos, dass wir noch gar nicht gezeigt haben, wie das eigentlich im Haus aussieht. Das möchte ich heute mal nachholen und einen kleinen Hausrundgang mit euch machen. Hier auch die Sachen zeigen, die sich so auf der Terrasse verändert haben, beziehungsweise auch in unserem Vorgarten. Wir haben uns nämlich auch eine Badewanne gebaut. Da seht ihr dann noch ein paar Bilder. Und ja, hoffe, ihr habt da Spaß dran und viel Freude damit. Ja, es ist mittlerweile schon Mitte September und der Sommer ist so gut wie vorbei. Wir sind gut durchgekommen zum Glück, haben auch immer noch Wasser im See. Es ist aber so, dass es insgesamt viel, viel zu trocken war. Wir kennen auch einige aus der Nachbarschaft, die kein Wasser mehr im Brunnen haben. Und es kam jetzt ein bisschen Erleichterung auf, weil es jetzt vor einer Woche geregnet hat. Wir wollen dieses Jahr auch mal die Niederschläge genau messen. Haben jetzt bei dem ersten Regen gemessen, dass es 53,4 Millimeter waren, was bedeutet, dass es 53,4 Liter pro Quadratmeter sind. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Beginn. Wir konnten auch in kleinen Retentionsbecken schon ein bisschen Wasser sammeln. Aber im Allgemeinen hoffen wir natürlich sehr, dass dieser Winter sehr nass wird, damit wir einfach sehr viel Wasser wieder dem Boden zurückgeben können und ja, wir einfach auch speichern können. Ihr wisst ja, dass uns dieses Thema sehr am Herzen liegt. Alles, was in Richtung Renaturierung geht, dann das Regenwasser in den Boden gehört und nicht einfach ablaufen darf. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, als letztes Jahr im November Aqualens bzw. Thomas Lüder, der Ingenieur von Aqualens, auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir als Beispielprojekt mit in seinem Online-Kurs dabei sein wollen. Ja, und Thomas Lüdert haben wir damals, als wir das Grundstück gekauft haben, hier 2017 mal eingeladen zu uns und haben uns ein paar Tipps geholt, was wir hier vielleicht wie anlegen können. Und dann haben wir das in Eigenregie umgesetzt. Und ja, das findet er einfach so toll, wie sich das Land hier entwickelt, dass er uns da gerne mit dabei haben wollte. Ja, so ist jetzt dieser Online-Kurs entstanden. Da sind mehrere Projekte dabei hier aus dem Süden Portugals. Wir sind da eigentlich das kleinste Projekt. Die anderen Projekte sind auch so in dem Umfang von 170 Hektar auch. Wir mit unseren 4,5 Hektar sind da jetzt nicht so groß. Ja, wir freuen uns, dass wir eine Lektion hier komplett auf Monte Cruz drehen konnten. Da geht es dann vor allen Dingen um Terrassen, Swales und diese Winterbecken. Marco hat da das Wort und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Interessierte diesen Kurs belegen wollen. Ich packe euch den Link hier mit in die Infobox und dann könnt ihr da mal reinschauen, ob das was für euch ist. Ansonsten werden wir dazu auch nochmal ein paar Worte finden in einem anderen Video, wenn wir dann sowieso nochmal über das Thema Wasser hier sprechen, wie jetzt auch die momentane Situation auf Monte Cruz ist. Und ja, ihr findet auf jeden Fall auch den Link von Aqualens mit auf unserer Website. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir eine Badewanne gebaut haben und diese Badewanne war eigentlich so gedacht, dass wir die mit Holz befeuern und so das warme Wasser herstellen. Das war uns dann aber irgendwann ein bisschen zu umständlich und wir mussten auch noch die Situation im Haus klären, wie wir das mit warmem Wasser handhaben. Wir hatten das bisher immer über den Gasboiler, das wird uns aber einfach auch zu teuer mit den Gaspreisen. Und haben dann entschieden, dass wir in eine Solarthermieanlage investieren. Und so sind wir zur Firma Miravolt gekommen. Und durch einen Zufall hat Marco gemeinsam mit dem Chef von Miravolt eine Anlage installiert bei Nachbarn von uns. Und die zwei haben sich da so gut verstanden, dass Marco jetzt mit bei Miravolt arbeitet. Die beiden betreuen auch Projekte im Norden von Portugal. Das heißt, dass Marco auch relativ oft jetzt und auch zukünftig oft auf Dienstreise ist und so auch den Norden von Portugal bereist. Jetzt wird es aber auch so sein, dass ich wahrscheinlich ein bisschen 2 bis 3 Tage die Woche für Miravolt auch Rechnungen schreibe bzw. so einfach das Büro mache. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Thema Wärmepumpen, Solarthermie bzw. auch Solaranlagen, könnt ihr uns gerne kontaktieren.
Ihr findet das Kontaktformular auch auf unserer Website. Und ja, wir probieren euch da so gut es geht zu helfen. So, jetzt mal ein kleiner Perspektivwechsel. Ich stehe jetzt hier an einer Seitenwand vom Haus und da oben auf dem Dach seht ihr die Solarthermieanlage. Da wird es auch nochmal ein separates Video geben mit ein bisschen mehr Informationen. Und ich zeige euch jetzt mal hier, was wir uns so gebaut haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir diese Versorgungsstation schon gezeigt haben vom Bau. Das weiß ich gerade nicht so genau. Ich zeige es euch einfach nochmal. Also wir haben hier die Gasflaschen drin. Dann haben wir ein bisschen Hühnerfutter hier. Hier eine kleine Außenkochstation, wenn man viel einkocht, dass man das auch mal draußen machen kann. Dann haben wir hier ein bisschen Gartenzeug drin und uns eine kleine Wasserstation gebaut hier am Haus. Die ist auf jeden Fall oft in Betrieb und funktioniert sehr gut. Hier auf der anderen Seite ist dann die Badewanne. Wir hatten erst überlegt, ob wir die Badewanne eher in Richtung Garten bauen und dachten uns dann aber, am Haus ist es vielleicht doch schöner. Der zukünftige Plan ist auf jeden Fall, dass wir hier uns eine Sichtschutzwand noch bauen. Da sind wir gerade ein bisschen am Überlegen, wie wir das machen und das Ganze dann so rübergehen lassen zu dem Terrassendach. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Die Badewanne genießen wir sehr. Es ist auf jeden Fall bei all der körperlichen Arbeit, die man hier so hat, eine absolute Wohltat. Wir können sowohl mit Feuer beheizen, hier unten haben dann da den Abzug oder das Warmwasser da von der Solarthermieanlage, was dann hier eingespeist werden kann. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie wir die gebaut haben. Ja, also so ist unsere kleine Badewanne entstanden und ich zeige euch jetzt mal, wie es momentan auf der Terrasse aussieht. Ich weiß nicht so richtig, wie da der Stand der Dinge ist, wie ihr es kennt. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch ein bisschen altneue Terrassenmöbel. Die habe ich aus unserem Nachbarhaus rausgeholt. Da gibt es auch ein paar Informationen, aber die gibt es dann erst später, wenn es auch wirklich soweit ist. Habe die aber jetzt hier aufgewertet und hier rüber geholt. Ja, da haben wir jetzt zwei Schränke. Hier ist eine Palettencouch. Da verbringen wir wirklich viel Zeit. Die Hunde mögen die auch sehr gern, fühlen uns da sehr, sehr wohl. Ansonsten stehen hier total viele Pflanzen. Hier ist der andere Schrank. Und was wir jetzt auch sagen können nach unserem ersten Sommer mit diesem Dach hier, ich verlinke euch nochmal das Video vom Dachbau
mit diesen Doppelstegplatten. Ist auf jeden Fall positiv. Also wir mussten jetzt im Sommer schon so ein paar Stoffbahnen hier reinziehen, dass wir ein bisschen mehr Schatten haben und das Ganze sich nicht so aufheizt. Das hat aber sehr gut funktioniert und jetzt, wenn ich sag mal, die dunklere Jahreszeit wieder beginnt, können wir die Stoffbahnen wegnehmen und haben dann wieder mehr Licht im Haus. Also ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass wir es so gemacht haben und würde es auch immer wieder so bauen. Ja, und dann werfen wir jetzt mal einen Blick ins Haus. Das kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht so, wie es da jetzt momentan aussieht. Ihr findet auf jeden Fall jetzt noch mal den Link zu dem Video, wie wir hier die Küche gebaut haben. Also das ist der Küchenbereich. Das ist so ein bisschen mein Reich, weil ich ja auch viel den Garten mache und dann all das Gemüse, was ich ernte, hier auch verarbeite. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Küche. Ich liebe den Ausblick, wenn man hier an der Spüle steht. Ich gucke total gern hier raus. Und wir wollten eigentlich auch mal eine Spülmaschine hier installieren. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und ja, haben uns dann dagegen entschieden und dann doch einfach fürs Abwaschen entschieden. Ja, und hier haben wir relativ viel Stauraum, einen kleinen Kühlschrank. Dann ist hier auch wieder so ein Schrank, den ich vom Sperrmüll auch habe, also geschenkt bekommen habe und den wieder aufgearbeitet habe. Und wir kochen hier mit Gas. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, und bin auf jeden Fall immer wieder aufs Neue angetan hier von unserem Küchenbereich. Dann ist da drüben der Wohn- und ja, Essbereich. Der ist jetzt nicht so groß. Also das Haus ist ja insgesamt nur so knapp 50 Quadratmeter groß, also jetzt nicht riesig. Hier haben wir den kleinen Ofen für den Winter. Das Positive daran ist natürlich, dass wir wenig Holz brauchen, um das Haus im Winter zu erwärmen, was ja wirklich gut ist, was natürlich auch diese großen oder dicken Taipa-Wände auch machen. Das sieht man hier, was wir für dicke Wände haben. Das sind zum Teil 50 bis 60 cm dicke Wände, was natürlich auch im Sommer die Auswirkung hat, dass wir, wenn wir darauf achten, dass wir die Fenster und Türen schließen, dass es hier richtig schön kühl im Haus bleibt und im Winter dafür schnell warm wird. Hier wäre es schon schön, wenn wir irgendwann nochmal einen größeren Essbereich hätten, weil wir natürlich auch relativ viel Besuch haben. Und da gibt es jetzt auch schon Ideen, wie man das Ganze erweitern kann, aber das kommt dann alles erst mit ein bisschen mehr Zeit. Und hier hinten ist quasi der andere Bereich. Hier haben wir so einen schönen Steineichensturz. Den haben wir damals von einem Schreiner aus der Nachbarschaft abgekauft und dann aufgewertet. Und hier ist der Schlafbereich. Hier ist so ein bisschen der Plan, dass wir vielleicht eines Tages nach da einen Durchbruch machen und dann nach da das Haus erweitern. Das wird aber jetzt in naher Zukunft erstmal nicht passieren. Hier soll dann aber vielleicht irgendwann die Vorratskammer rein, weil das einfach ein sehr, sehr kühler Bereich ist hier im Haus. Und ja, also da ist so die Schlafecke. Dann haben wir hier nochmal so einen schönen alten Schrank. Da packe ich euch auch nochmal das Video mit rein, wie ich den wieder aufgearbeitet habe. Der sah mal ganz, ganz anders aus. Den habe ich auch total gern. Und dann ist hier auf der Seite nochmal ein kleines Regal. Das ist gerade so ein bisschen die Vorratskammer mit, weil wir auch so viele Kürbisse haben und Kartoffeln und Zwiebeln geerntet haben. Und es ist halt einfach im Haus am kühlsten und deswegen muss man das irgendwie im Haus alles unterbringen. Und dann haben wir hier das Bad. Ja, bin ich auch immer wieder glücklich mit unserem Bad. Was ich jetzt im Nachhinein vielleicht anders machen würde, ich würde ein größeres Waschbecken wählen. Das Waschbecken ist doch recht klein, aber sind damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Was wir jetzt im Nachhinein vielleicht auch irgendwann nochmal nacharbeiten, sind noch mehr von diesen Regalen, die wir in die Wände einarbeiten, weil man hat da wirklich schöne Staufläche. Und ja, vielleicht macht man auch den Anbau dann noch ein bisschen mit Glasbausteinen, weil man natürlich dadurch
viel Licht auch im Haus hat. Und hier ist die Dusche. Die würden wir immer wieder so bauen. Das müssen wir wirklich sagen. Also die ist echt klasse, weil ja, man hier gut reinstecken kann. Die ist schön groß. Man hat viel Platz. Und ja, der Boden ist auch immer wieder richtig, richtig toll. Hat Marco wirklich schön gemacht. Und ja, da seht ihr hier auch nochmal ein Video, wie wir das hier gebaut haben. Was wir hier im Haus auch haben, ist eine Trockentoilette. Also wir haben da einen Eimer drin und den leeren wir so alle 2 bis 3 Tage aus und das wird dann verkompostiert und das funktioniert auch sehr gut. Und hier, falls mal kein warmes Wasser gerade da ist, weil vielleicht zu viele Tage zu bewölkt sind, irgendwie im Winter, haben wir noch also eine Gastherme, die wir dann notfalls einschalten können, um warmes Wasser in der Dusche zu haben. Und hier ist noch das kleine Fenster, was auch gut ist, weil da kann man immer einen schönen Durchzug machen für das ganze Haus. Und dann guckt man quasi hier auf die Seite raus. Ja, dann habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie es bei uns überhaupt so im Haus aussieht. Es haben ja doch auch sehr, sehr viele den Weg begleitet, wie wir das Ganze wieder aufgebaut haben. Und Marco und ich, wir gucken uns oft ja auch alte Videos an, beziehungsweise natürlich auch Fotos, wie das Ganze mal war, wie wir es auch gebaut haben. Also es ist immer wieder spannend zu sehen und wir sind total froh, dass wir diese alten Teilbarwände ja, wieder aufbauen konnten, beziehungsweise dass wir sie halt haben, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es halt für diese Atmung im Haus echt richtig toll. Wir haben ein sehr, sehr gutes Klima drin. Das Haus reguliert sich von den Temperaturen her sehr gut und wir fühlen uns auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Ich zeige euch jetzt mal noch ein bisschen den Vorgarten. Man sagt hier auch Quintal dazu. Da ist auch recht viel entstanden. Ich habe da relativ viel gewütet, habe aus großen alten Korkstücken ein bisschen was gebaut. Es ist so, dass ja hier momentan durch die Trockenheit sehr, sehr viele Korkbäume auch sterben und große Äste rausbrechen aus den Bäumen. Und da sind wir mal mit dem Traktor losgezogen und haben da mal ein bisschen was geholt. Und ich habe da neue Beete mit angelegt, die jetzt bepflanzt. Hoffe natürlich sehr, dass das ja jetzt auch schön weiter regnet, damit die Sachen einfach gut angehen und ich nicht so viel gießen muss. Und zeige euch das jetzt mal. Ja, also eigentlich wollte ich hier in dem Quintal ganz, ganz viel mit Steinen machen. Ich habe dann hier angefangen. Die Sachen sind quasi noch entstanden mit Steinen. Allerdings war es dann schwierig, überhaupt so viele Steine zu finden und deswegen sind wir dann umgeswitcht auf den Kork. Und ja, hier ist so ein bisschen Steingarten. Wir haben dann einige Orangenbäume auch. Das ist jetzt eine kleine Kumquat. Ansonsten sehr, sehr viele Sukkulenten hier gepflanzt, die einfach sehr trockenresistent sind. Hier drüben ist so ein bisschen die Kakteenecke und auch Sukkulentenecke. Die ist aber schon ein bisschen älter. Also das sieht man auch an den Pflanzen, dass die schon sehr, sehr groß sind und sich aber auch wohlfühlen.
In dem letzten Video von Leon, was er gefilmt hatte, ich verlinke es euch nochmal, war ein Ausschnitt mit dabei, wie unsere Drachenfrucht geblüht hat. Und ich wollte euch nochmal zeigen, dass die Drachenfrucht eine Frucht macht. Man sieht das hier. Ich werde es auf jeden Fall wieder filmen, wenn wir sie ernten und dann hoffentlich auch genießen können. Und das ist auf jeden Fall cool, dass sie so schön wächst. Und hier ist schon mal ein Beet, da haben wir auch wieder vier Sukkulenten. Dann habe ich hier Physalis gepflanzt, ein bisschen Tabak mal probiert, wie der so wächst. Und das hier unten ist jetzt erst neu angelegt worden. Da hatte ich ein bisschen Trouble mit einem Wildschwein auch. Da steht jetzt ein Orangenbaum, ein Zitronenbaum, stimmt, das ist eine Zitrone. Ja, und wächst da hoffentlich gut. Hier soll jetzt noch eine Wasserstation installiert werden. Hier seht ihr jetzt schon das Material dafür. Das soll dann hier hingebaut werden. Und dann haben wir hier jetzt den Vorgartenbereich. Da habe ich aus diesen Korkröhren so Treppen gebaut und Stufen gebaut. Hier drüben war dann sehr, sehr viel Gemüse auch. Da ist ja unsere Pflanzenkläranlage. Hier ist so Paprika und ein bisschen Gartenbereich, das geht dann alles jetzt nach da, das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Und ja, hier ist jetzt ganz frisch bepflanzt mit Rosen und wieder Sukkulenten. Sehr viel Lavendel habe ich gepflanzt. Dann haben wir hier eine Strelitzie, die jetzt gerade wieder anfängt zu blühen. Und ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag und habe von Marco verschiedene Hibiskus geschenkt bekommen und habe mir hier einen davon hingesetzt, da ist jetzt leider die Blüte abgefallen. Das ist so ein ganz schöner gelber. Und dann steht da drüben nochmal ein roter, der blüht aber noch nicht. Mal gucken, wann der dann anfängt. Und ja, dann ist hier in dem Bereich sind sehr, sehr viele Kräuter. Thymian, Oregano, Salbei, Basilikum, Zitronenbasilikum. Hier haben wir wieder sehr, sehr viele Granatäpfel dieses Jahr. Und ja, hier ist noch mal so ein bisschen ein Steinbeet. Dann haben wir hier den Abfluss auch aus dem Haus bzw. von der Regenrinne, die um das Haus geht. Und hier geht der Abfluss lang aus dem Haus in die Pflanzenkläranlage für das Grauwasser. Ist ein bisschen undicht, was gut ist, weil wir über den ganzen Sommer Minze ernten konnten. Und ja, hier sind sehr, sehr viele so Bodendecker. Und dann ist hier noch der Bereich, der jetzt erst frisch bepflanzt ist. Da sollen jetzt noch Artischocken hin. Und ja, so sieht das Ganze momentan ums Haus aus. Und weil, wenn ihr euch fragt, was das jetzt hier ist, hier habe ich einen Graben ausgehoben für das Wasser, was von da kommt, was es dann hier ableitet über den Graben runter in das Retentionsbecken. Wie das momentan da unten aussieht, das zeige ich euch noch mal in Ruhe in einem anderen Video. So, an dieser Stelle beende ich das heutige Video. Ich sitze jetzt quasi in dem Eingangsbereich zu meinem neuen Garten. Wir haben ja die Gartenflächen sehr viel verändert, alles ein bisschen näher ans Haus geholt. Jetzt wollen wir unten in dem alten Garten viele neue Bäume pflanzen. Allgemein sollen im kommenden Winter sehr, sehr viele Bäume gepflanzt werden. Das ja, erzählen wir dann aber in einem anderen Video. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie es uns so geht, was wir so machen, beziehungsweise auch, wie sich das so hier entwickelt, auch auf dem Monte. Und freue mich über einen Daumen nach oben, aber auch über allgemeines Feedback. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bis dann. Tschüss.